Ich habe von Anfang an eine Schwäche für das Spiel Dogs Life gehabt. Bei mir in der Familie haben wir eigentlich stets Hunde im Haus besessen und habe auch jeden bekannteren Hundefilm angeguckt, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Benji, Bingo, guck mal wer da bellt, ein Hund namens Beethoven und mein Liebling von damals, ein Himmelhund von einem Schnüffler. In dem wird Chevy Chase als Hund wiedergeboren und macht sich auf die Jagd nach seinem Mörder. Großartig. Ist ja unwahrscheinlich, wie viel größer alles von hier unten aussieht. Naja, alles auch nicht. Und genau dieser kindlich naive Charme, der auch den Filmen innewohnt, macht auch Dogs Life zu einem Spiel für die ganze Familie. Wir spielen Jake, einen fröhlichen Hund vom Land, der es liebt herumzutollen und mit dem Ball zu spielen. Am liebsten hat er aber die Nachbarhündin Daisy, die sich allerdings wenig beeindruckt von Jakes Furzkünsten zeigt. Noch sehen. Doch schon im Intro geht es Schlag auf Schlag. Eben noch fröhlich die Luft verpestet und schon wird die arme Daisy von den Ganoven Wayne und Dwayne entführt. Sorry, ich bin da simpel gestrickt und kann schon allein über deren Namen herzhaft lachen. Diese Art von Humor zieht sich dabei durchs ganze Spiel und passt perfekt zur Hundemetapher. Jake ist natürlich sofort in Alarmbereitschaft und will Daisy retten. Direkt nach dem Intro dürfen wir die Kontrolle übernehmen und stellen sofort fest, dass es jede Menge zu tun gibt in der offen gestalteten Spielwelt. So können wir zum Beispiel in den sogenannten Smellovisions-Modus umschalten. Dann sehen wir die Welt leicht verzerrt mit weniger Farben aus dem Blickwinkel von Jake, beziehungsweise aus dem Blickwinkel seines Geruchssinns. Eine der Hauptspielmechaniken ist es, in den jeweiligen Levels eine bestimmte Anzahl von verschiedenfarbigen Gerüchen zu sammeln. Das macht mir richtig Spaß, da es die typischen Sammeltriebe aus Jump'n'Runs befriedigt. Manche sind auch ein wenig versteckt, so dass man sich richtig freut, sie zu finden. Als Belohnung gibt es meistens Knochen. Davon muss man eine bestimmte Menge sammeln, um im Spiel voranzukommen. Manchmal schaltet man durch die Gerüche aber auch lustige kleine Minispiele frei, die schön zu einem Hundeleben passen. So gibt es zum Beispiel das Wettpinkeln. Hier muss man so schnell wie möglich das Bein an den Ecken heben, um so die Seiten des Quadrats zu schließen. Oder man tritt in einem Wettrennen an, bei dem man zugleich Hundesnacks verdrücken muss. Bei einem Sieg im Wettkampf mit einem anderen Hund kann man diesen dann manchmal steuerungstechnisch übernehmen, wodurch wiederum andere Wege frei werden. So kommt man zum Beispiel an Frauchen vorbei und kann einen Brief der Freunde an das kleine Mädchen im Hausarrest bringen. Oh, mein kleines Schnucki, möchte das kleine Schätzchen sein Fresschen haben? Das kleine Leckerfresschen, komm her. Schnucki, ich bin froh, dich zu sehen. Ich werd noch verrückt hier drin. Solche Aufgaben finden sich zuhauf in der Spielwelt. So stellen wir fest, dass der Postbote Angst vor dem kleinen Kläffer am Briefkasten hat. Doch wir können die Fußsuppe per Befehl ein Stück weglocken. Jetzt noch schnell das Garagentor schließen und tada! Der Weg für den Postboten ist frei. Danke, Jake. Jetzt nur noch schnell den Brief einwerfen. Oh, und hier ist deine Belohnung. Die Steuerung fühlt sich dabei zu jeder Zeit sehr gut an. Sehr gut im Sinne von realistisch. So dreht sich Jake ein wenig träge im Kreis, um Kurven zu laufen und nimmt ein wenig Schwung, um zu springen. Ich bin zwar noch nie ein Hund gewesen, aber genauso würde ich es mir vorstellen, wenn ich einer wäre. So wie in Ein Himmelhund von einem Schnüffler. In einem Erinnerungsbuch können wir jederzeit nachschlagen, welche Aufgaben in den jeweiligen Levels noch fehlen und können auch munter hin und her switchen, was wir als nächstes angehen wollen. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei als sehr leicht einzustufen. Aber der Humor und die gelungene Umsetzung der Hundemetapher haben mich voll bei der Stange gehalten. Und selbst die Story um die Suche nach Daisy finde ich motivierend, weil sie ein guter Grund ist, warum sich Jake auf große Wanderschaft begibt. Von mir gibt's eine klare Retro-Empfehlung für Dogs Life. Besonders, wenn man es mit Kindern spielen kann. Die werden es bestimmt besonders toll finden, dass man mit Jake per Tastendruck pupsen kann. Riecht gut. Heute bin ich echt in Form.